Das Leibniz-Institut für europäische Geschichte wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass haben wir eine Publikation zu seinen Köpfen zusammengestellt, das heißt zu den früheren Direktoren. Sie alle haben je eigene Schwerpunkte gesetzt, in dem Bemühen, den Gründungsauftrag des Instituts umzusetzen. Das heißt, Forschungen zu betreiben zu den Grundlagen Europas und auf diesem wissenschaftlichen Wege seine Einheit zu befördern. 8 Autoren haben sich den 8 verschiedenen Direktoren gewidmet. Wir stellen Ihnen in diesem Film das Buch mit seinen biografischen Skizzen vor. Wir tun das in der Ausstellung vom Kalten Krieg zum Eurischen Umbruch hier in der Domus Universitatis in Mainz. Martin Göring war Direktor von 1951 bis 1968 der Abteilung für Universalgeschichte. Sein Nachnachfolger Heinz Duchart blickt in seinem Beitrag auf die Anfänge des Instituts mit seinen beiden Abteilungen für Universalgeschichte und für abendländische Religionsgeschichte zurück. Er schreibt: Die Gründung des Instituts für europäische Geschichte verortete sich in die Bemühungen der französischen Militärregierung und ihrer Direction générale des Affaires culturelles im Gefolge der wegweisenden Diskussionen bei den Speyerer Konferenzen der späten 1940er Jahre, eine Einrichtung zu schaffen, die über die Entgiftung der Schulbücher zu einer Re-Education der Deutschen beitrug und zugleich die deutsch-französische Aussöhnung ganz oben auf ihrer Agenda hatte. Das Mainzer Institut war insofern Teil einer eminent fruchtbaren und nachhaltigen Kulturpolitik, die die Wiedererrichtung der Mainzer Universität und die Begründung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz 1949 umfasste. Für die Leitung des von Anfang an zweisträngig geplanten Instituts hatte die Direktion mit gutem Grund zwei herausragende Wissenschaftler vorgesehen, den Bonner Mediävisten und Emeritus Fritz Kern und den in der NS-Zeit in Münster lehrenden Kirchenhistoriker Josef Lorz, die beide die Speyerer Gespräche mitgeprägt hatten. Fritz Kern lernen wir im Beitrag von Corinne de France und Ulrich Pfeil kennen. Wie Moses starb Fritz Kern an der Schwelle des gelobten Landes. Das Institut für europäische Geschichte mit seiner Abteilung für Universalgeschichte war das Symbol seiner politischen und wissenschaftlichen Karriere. Lange Zeit Vertreter eines völkischen Nationalismus, hatte er sich zunehmend von ihm abgewandt, um sich Ende der 1920er Jahre für die deutsch-französische Verständigung und Annäherung an Europa einzusetzen. Nachdem er selbst zur Schwächung der Weimarer Republik beigetragen hatte, ohne diese Positionen später je zu diskutieren, warnte er nun publizistisch vor Hitler und dem Nationalsozialismus, kritisierte die völkischen Rassenkonzepte und weigerte sich als Pionier einer universalistischen Bewegung, Völker zu hierarchisieren. Angesichts der allgemeinen Krisenstimmung konzentrierte sich Kern wissenschaftlich vor allem auf die europäische Geschichte, die ihm nach 1945 als die dringendste Aufgabe erschien. Das Mainzer Institut stand daher im Mittelpunkt all seiner Prioritäten. Die deutsch-französische Versöhnung, das Engagement für die europäische Erneuerung, die wachsende Sensibilität für europäische Fragen auf wissenschaftlicher und persönlicher Ebene, die dringende Notwendigkeit, das Menschliche und Universelle in Form einer Universalgeschichte wiederzuentdecken, sodass er bei seinem mehrbändigen Buchprojekt der Historia Mundi, der Kultur- und Geistesgeschichte, den Vorrang geben wollte. Er starb am 21. Mai 1950, 4 Monate vor der Eröffnung des Instituts im November und 11 Monate vor seiner offiziellen Gründung im April 1951. Bei der offiziellen Gründung, bei der amerikanische Hochkommissar John McCloy die Mission des Instituts auf einprägsame Weise zusammenfasste. Das Institut sei der Entwurf eines Schumann-Planes für die Geschichtswissenschaft. Kerns Nachfolger Martin Göring war eigentlich ein Experte für Frankreich im 18. Jahrhundert. Als Direktor des Instituts orientierte er sich auf die Zeitgeschichte, um den Weg Deutschlands in den Nationalsozialismus zu erklären. Zugleich ging er das Thema Europa an, wie sein Mitdirektor Josef Lorz, mit dem Göring allerdings viele Konflikte austrug. Hierzu schreibt Heinz Duchart: 1953 veranstaltete Josef Lorz einen großen Kongress zu Bernhard von Clairvaux. Und es wäre fast vorauszusehen gewesen, dass Göring dahinter nicht zurückstehen würde.
Der im Umfang noch viel gewaltigere Mainzer Europakongress von 1955 war Görings Antwort auf Lord Bernhard. Das Thema Europa lag in den Jahren der Diskussion über die Montanunion und eine europäische Verteidigungsgemeinschaft gewissermaßen vor der Tür. Und es kann angesichts des programmatischen Namens des Instituts deshalb auch kaum erstaunen, dass Göring hier erste Aktivitäten entfaltete. Der Mainzer Europakongress mit seinen über 200 Teilnehmern aus der gesamten westlichen Welt mit Einschluss von Exilwissenschaftlern aus dem östlichen Europa war, auch wenn er sich mehr im Rahmen des Abendlanddiskurses bewegte, jedenfalls ein Signal, dass man in Deutschland und in Mainz die Zeichen der Zeit erkannt hatte und alle Bereitschaft zeigte, Gedanken, die Bundespräsident Heuss anlässlich der Einweihung der Domus Universitatis bereits angesprochen hatte, als Verpflichtung zu empfinden und umzusetzen. Übrigens folgte der Dokumentation des Europakongresses schon 3 Jahre später Lords Antwort. Ein Band Europa und das Christentum mit 3 Vorträgen von Lord selbst, Walter von Löwenich und Fedor Stepun. Ganz wollte Lord die Europaexpertise und das entsprechende Forschungsfeld dann doch nicht Göring überlassen. Über Joseph Lords und seine Auseinandersetzung mit Europa und dem christlichen Abendland handelt der Beitrag von Dominik Burkhardt. Er schreibt: Joseph Lords fand 1950 als 63-Jähriger in dem von ihm mit aufgebauten Mainzer Institut für Europäische Geschichte eine neue organisatorische und finanzielle Basis wissenschaftlicher Betätigung. Die 1948 geborene Idee eines Instituts für europäische Geschichte mit einer Abteilung für abendländische Religionsgeschichte war dem politischen Willen der damals Regierenden geschuldet. Sie war dem Wunsch verpflichtet, die Westorientierung der jungen Bundesrepublik voranzutreiben, zu einer tiefergehenden Aussöhnung mit Frankreich zu gelangen und ein integrierendes Narrativ zu schaffen bzw. zu bedienen. Ein solches Narrativ bot die vor allem im Katholizismus der Zwischenkriegszeit gepflegte Vorstellung eines christlichen Abendlands, das dezidiert gegen die nach wie vor prädominanten Nationalismen aufgebaut wurde. Lords zögerte 1948 keinen Augenblick, sich dieses Narrativ zu eigen zu machen. Nach 1950 wird sein Bemühen deutlich, dem mit der Namensgebung des Instituts und seiner Abteilung verbundenen Anspruch nachzukommen, durch seine Arbeit einen essentiellen Beitrag zur Ausbildung und Vertiefung eines historisch verantworteten Verständnisses vom Abendland und von Europa zu leisten. Diese Begriffe tauchen zwischen 1952 und 1959 immerhin in den Titeln mehrerer Publikationen auf, um danach allerdings in Parallelität zum allgemeinen Erschlaffen dieser Terminologie in ihrer politischen Verwendung aus dem Begriffsrepertoire zu verschwinden. Lords Verdienste um das Abendland und Europa beziehen sich vor allem auf die gedankliche Durchdringung der komplexen Fragestellung, was die Einheit des Abendlandes ausmache, was das Christentum in seiner Geschichte zum Werden des Abendlandes beigetragen habe und was es in der Gegenwart beitragen könne. Lords machte sich seine Aufgabe nicht leicht. Er erkannte widerstrebende und sich überkreuzende Entwicklungen, sah im Verlust auch Gewinn, und umgekehrt verbuchte positiver ebenso wie negativer. Es lag in der Persönlichkeit von Lords, dass der Inhalt seiner Arbeit zugleich zu seiner Mission und Passion wurde. Er war von der Aufgabe und Relevanz des historischen Arbeitens für die Gegenwart überzeugt, mehr noch von Bedeutung und Relevanz des Christlichen und Religiösen für den Menschen, die Gesellschaft und deshalb auch die Politik. Er litt am Unverständnis der Masse, auch der kirchlichen Masse, an dem, was er als Substanzverlust empfand, am Verlust der Wahrheitsfrage, nicht so sehr der Wahrheit selbst, als vielmehr der Frage nach der Wahrheit. Zwar verstand Lords das Abendland in einem spezifisch christlichen Sinne, in der Durchführung war das Konzept aber vor allem grenzüberschreitend und integrativ ausgelegt.
National, vor allem mit Blick auf Frankreich, aber auch auf die anderen europäischen Staaten und selbst in Bezug auf Amerika. Konfessionell, vor allem mit Blick auf die innerchristliche Zersplitterung. Das entsprach den Erwartungen der Politik an das Institut, die man in der Verstärkung der Westanbindung, vor allem durch Versöhnung mit Frankreich, also in der Überwindung der nationalen Schranken durch die Entdeckung einer abendländischen Einheit sah und in der Überwindung der konfessionellen Milieus, was wichtig schien, um eine möglichst stoßkräftige Politik der damals regierenden CDU/CSU zu sichern. Nur in großer Zurückhaltung wird von Lords die religionsübergreifende Frage angeschnitten. Dass Europa freilich auch außerchristliche Wurzeln habe, erwähnt er nur en passant. Ausdrücklich hingegen stellt Lords klar, mit der Betonung des christlichen Charakters Europas wolle keineswegs gesagt werden, dass alle Europäer Christen werden müssten. Es ging ihm jedoch darum, auch bei den Nichtchristen Verständnis für Wert und Notwendigkeit der christlichen Prägung Europas zu wecken. Bleibt noch ein Wort über Lords Wirkung zu sagen. Wirkung entfaltete er vor allem durch sein Buch Die Reformation in Deutschland und auch als Ökumeniker zwischen den Fronten. Sein Buch Die Reformation in Deutschland wurde in mehr als 20.000 Exemplaren gedruckt. Es wurde in viele europäische Sprachen übersetzt, ins Englische, Französische, Italienische und Spanische. Allein dadurch hat es eine enorme europäische Wirkung entfaltet. Joseph Lords hatte als einer der ersten katholischen Theologen Verständnis für die Reformation und das Anliegen Martin Luthers entwickelt, wenn er auch die langfristigen Wirkungen der Reformation, also etwa die konfessionelle Aufgliederung des Christentums in Europa, nicht akzeptierte. Sein Ansatz wurde von Peter Manz aufgegriffen. Peter Manz, auch Direktor der Abteilung für abendländische Religionsgeschichte am Institut für europäische Geschichte, war schon seit 1953 am Institut, zunächst als Stipendiat, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Über ihn hat Klaus Arnold geschrieben. Im Vergleich zu seinem Lehrer Joseph Lords war Peter Manz, dem dritten Direktor der Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, nur wenige Jahre an der Spitze der Abteilung gegönnt, die zugleich von schwerer Krankheit überschattet waren. Die Überzeugung, dass ein gemeinsamer Boden des Glaubens Katholiken und Protestanten trägt, hat das jahrzehntelange Wirken von Peter Manz am Institut für europäische Geschichte geprägt. Wie Heinrich Denifle, dessen polemische, aber kenntnisreiche Lutherforschung in ihrer anregenden Wirkung auf die evangelische Forschung kaum zu überschätzen ist, verband Manz eine intime Kenntnis des Werkes Luthers mit dem weiten Blick für die Quellen der katholischen Tradition. Anders als Denifle nutzte Peter Manz diese Kombination von Gaben, aber nicht zur Denunziation des Reformators, sondern für die Suche nach Gemeinsamkeiten. So konnte er Luther als Vater im Glauben auch für die Katholiken vorstellen. Direkter Nachfolger von Joseph Lords wurde der protestantische Kirchenhistoriker Peter Meinhold aus Kiel. Er leitete die Abteilung für abendländische Religionsgeschichte von 1976 bis 1981. Ihm widmet sich in unserem Band Wolf Friedrich Schäufele. Er schreibt: Dass Peter Meinhold als Nachfolger von Joseph Lords nach Mainz berufen wurde, erscheint auch im Rückblick als naheliegend, ja fast als zwingend. Als Lutherforscher betonte er die gesamtkirchliche Bedeutung des Wittenberger Reformators und wusste sich in diesem Anliegen mit Tendenzen der damaligen katholischen Lutherforschung, wie Lords und Peter Manz sie vertraten, einig. Er hatte sich einen Ruf als leidenschaftlicher Ökumeniker erworben und unterhielt enge Kontakte zu römisch-katholischen und orthodoxen Kirchenkreisen. Als erster evangelischer Direktor der Abteilung für abendländische Religionsgeschichte hat Meinhold seine Abteilung als Forum des ökumenischen Dialogs weiter profiliert und erstmals Stipendiaten aus dem Raum der orthodoxen Ostkirchen nach Mainz geholt. Vor allem aber hat er bereits vor 40 Jahren versucht,
die im Namen seiner Abteilung verankerte Gegenstandsbezeichnung Religionsgeschichte im weitesten Sinne ernst zu nehmen und mit Leben zu füllen. Es lag in der Konsequenz seiner ökumenischen Interessen, dass Meinhold schließlich auch Europa als Thema entdeckte. 1971 veröffentlichte er in der Zeitschrift Säkulum den Aufsatz »Europa – Momente seiner Geschichte und seiner Zukunft«. Meinholds Europabegriff bewegt sich hier nicht mehr in den alten Bahnen der auf Westeuropa und das Abendland fokussierten Europadiskurse der Nachkriegszeit, sondern schließt emphatisch Osteuropa mit ein. Diese Perspektive ist aus dem langjährigen Interesse Meinholds an der Orthodoxie erwachsen, passt aber auch gut in die damalige Zeit, die durch die neue Ostpolitik der Regierung Brandt geprägt war. 10 Jahre nach seinem Europaaufsatz von 1971 hat sich Meinhold in seinem Abschiedsvortrag am Mainzer Institut erneut programmatisch zur Rolle Europas geäußert. Diesmal allerdings in einem weiteren religionshistorischen Horizont. In seinem Vortrag über die Begegnung der Religionen und die Geistesgeschichte Europas charakterisierte Meinhold Europa erneut als Begegnungsraum, nun aber nicht mehr nur als Raum der Begegnung von West und Ost, von lateinischem und byzantinischem Christentum, sondern als Raum und Ort der Begegnung der Religionen überhaupt. Dabei ging es Meinhold bezeichnenderweise gar nicht so sehr um die historischen Religionskontakte im europäischen Raum, sondern in erster Linie um die neuen, das heißt die nicht in der Vergangenheit liegenden Begegnungen und Auseinandersetzungen des Christentums mit Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Natürlich mündeten die Befunde auch hier wieder in Gegenwartsdiagnose und aktuelle Handlungsorientierung. Danach führt die faktische religiöse Pluralität im Europa der Gegenwart von selbst zur Anerkennung der Koexistenz der Religionen und zur Relativierung der Wahrheitsfrage. Toleranz und Religionsfreiheit als bestimmende Themen der europäischen Geistesgeschichte erweisen sich als Gebot der Stunde. Nicht zuletzt schärft die Begegnung der Religionen das Bewusstsein für ihre je besonderen Beiträge zur Weltgestaltung. Karl Ottmar von Aretin amtierte von 1968 bis 1994 als Direktor der Abteilung für Universalgeschichte. Das Institut hatte zuvor seine Habilitationsschrift über die Spätphase des Heiligen Römischen Reiches gefördert und veröffentlicht. Damit und mit weiteren Forschungsaktivitäten trug Aretin von Mainz aus entscheidend dazu bei, dass sich ein neues Bild vom Alten Reich etablierte. Dazu schreibt Christoph Dipper in diesem Band. Zu Anfang der 1990er Jahre legte Aretin eine Bilanz seines Lebenswerkes in Gestalt der vierbändigen Geschichte »Das Alte Reich 1648 bis 1806« vor. Hier wird noch einmal deutlich, wie sehr die Aussage, der Historiker habe beim Schreiben immer auch die zeitgenössische Situation im Kopf, selbst für den Bereich der frühen Neuzeit gilt. Denn unausgesprochener Hintergrund ist bei diesem Werk die postnationale Gegenwart und die Einbindung der Bundesrepublik in überstaatliche Systeme, die bei aller politischer Schwerfälligkeit friedenssichernd wirkt und damit Europa von seinem direkten Nachbarkontinenten Asien und Afrika deutlich unterscheidet. In den 26 Jahren seiner Amtszeit als Direktor der Abteilung für Universalgeschichte hat Aretin fraglos eine Epoche geprägt. Nur 2 Dinge können hier näher vorgestellt werden: die Projekte und die Internationalität. Als ab Mitte der 1970er Jahre Drittmittel auch in den Geisteswissenschaften üblich wurden, machte Aretin das Institut zum Träger einiger mehrjähriger Forschungsprojekte. Die Anstöße dazu kamen aber nicht von ihm, vielmehr griff er auf Anregungen von Personen auf, die er kannte. Es war ihm wichtig, sein Institut national und international im Gespräch zu halten. Weiter schreibt Christoph Dipper zu Ottmar von Aretin. Dies gilt erst recht für die Politik der Stipendienvergabe, die zum Gründungsprinzip des Instituts gehörte und schon unter Aretins Vorgänger
neben Westeuropa auf zwei Länder des damaligen Ostblocks, die Tschechoslowakei und Polen, ausgedehnt wurde. Er trieb dies entschlossen weiter voran. Bis 1988 kamen in diesem Rahmen mehr als 500 junge Wissenschaftler aus 34 Ländern nach Mainz, wo sie materiell gesichert, frei und eigenverantwortlich ihren Forschungsvorhaben nachgehen und mit Gleichgesinnten darüber diskutieren konnten. Besonders für junge Menschen von jenseits des Eisernen Vorhangs, völlig ungewohnt und eben deshalb von Aretin mit so viel Energie betrieben. Er reiste viel, um sich ein persönliches Bild von den professoralen Entsendern zu verschaffen und machte die internationalen Historikerkongresse zum informellen Treffpunkt ehemaliger. So knüpfte er über die Jahre ein weit gespanntes Netzwerk und natürlich fungierte Mainz als zentraler Knoten ungezählter Netzwerke von Stipendiaten, Tagungsteilnehmern und Projektverantwortlichen. Zwei Länder fehlten lange bzw. dauerhaft auf der Liste Mainzer Stipendiaten: die Sowjetunion und die DDR. Dort saßen die Hardliner und sorgten phasenweise, zum Beispiel nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 in die GSSR, dafür, dass die ehemaligen Mainzer Stipendiaten kaltgestellt oder entlassen wurden. Aretin verfolgte darum von Beginn seiner Direktorenzeit an das strategische Ziel, Begegnungen mit sowjetrussischen Historikern herbeizuführen, um auf diesem Weg die Vorbehalte abzubauen und den eisernen Vorhang für den wissenschaftlichen Nachwuchs ein Stück weit zu öffnen. Seinem diplomatischen Geschick war es zu danken, dass 1973 das erste deutsch-sowjetische Historikertreffen in Mainz stattfand, das so erfolgreich verlief, dass danach wieder Stipendiaten aus Polen, Rumänien und Ungarn nach Mainz kommen durften. Nur tschechoslowakische fehlten weiterhin. Aber vereinzelt kamen nun auch russische Stipendiaten. Aretin hatte sein Ziel, den jungen Osteuropäern Rückendeckung zu verschaffen, erreicht und so im Bereich der Geschichtswissenschaft doch einen kleinen Beitrag zum Abbau der Ost-West-Spannungen geleistet. Soweit die Leseproben aus dem Band Europäische Köpfe in Mainz, die Direktoren des Instituts für europäische Geschichte, ein Buch, das im Imhof Verlag in Petersberg erschienen ist. Gern können Sie auch unsere Ausstellung vom Kalten Krieg zum europäischen Umbruch besuchen. Die Ausstellung ist auch frei zugänglich im Internet.